Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 15. Oktober 2017? Mond hat eine abnehmende Mondphase. Das eignet sich gut, von etwas trennen, verabschieden, kündigen, loslassen, aber auch zum Abnehmen. Mond bewegt sich noch im Tierkreiszeichen Löwe, übergeht aber dann im Tierkreiszeichen Jungfrau. Hier im Tierkreiszeichen Löwe hat eine Verbindung zum Sternbild Hydra. Hydra ist der Wasserschlange. Und es vermittelt uns, wir sollen achtsam sein, welche Informationen, Gespräche uns erreichen. Das kann eine Täuschung sein oder eine Lüge. Trotzdem kommt auch die Merkur-Einfluss noch dazu. Bedeutet das auch, dass alles ins Tageslicht kommt und das wird geklärt. Mond erreicht auch die aufsteigende Mondknoten, das ist etwas Karmisches. Also karmische Begegnungen, karmische Liebe ist auch gerade die Zeitqualität. Oder etwas Neues, wo wir uns noch nicht auskennen. Dann erreicht Mond auch im heutigen Tag einen königlichen Stern Regulus. So haben die alten persischen Astrologen, Astronomen Regulus bestimmt. Und es war immer ein Symbol für Könige, für Herrscherhäuser. Und dieser Regulus befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Es ist nichts anderes als der Herz der Löwen. Und es sagt uns heute aus, wir sollen auf unserem Herz hören. Und das ist Liebe. Partnerschaft, aber auch alles, was uns begeistert, wo wir mit Herz dabei sind, das kann auch die Berufung sein. Die Mondknoten erreicht auch die Mondbewegung und das ist die karmische Knoten, karmische Begegnungen, karmische Liebe, aber auch neue Aufgabe, wo wir uns noch nicht auskennen, aber haben wir eine wichtige Lebensaufgabe. Dann noch eine wichtige Veränderung jetzt. Ab heute bewegt sich die Liebesplanet Venus in Tierkreiszeichen Waage bis 8. November. Und Waage ist die Tierkreiszeichen, wo über Venus herrscht. Also befindet sich in ihrem eigenen Reich und kann voll und ganz entfalten. Und das ist Thema Liebe, Partnerschaft. Und es wird eine wichtige Botschaft sein und ein wichtiges Energiefeld auch für viele Menschen, Liebe, Partnerschaft und das auch ernst zu nehmen, hat auch einen Einfluss von Lilith. Und es ist ein guter Einfluss. Und das sind die Wünsche und Sehnsüchte und Träume. Und wir sollen die Liebe nicht aufgeben. Also das ist ein klarer Hinweis. Gegenüber liegt ein Energiefeld, was man auch berechnen kann. Und das ist die Liebesenergie in Tierkreiszeichen. Wieder kann auch einen Neuanfang bedeuten, eine Versöhnung, wieder ein Neuanfang in die Partnerschaft oder Veränderungen im bestehenden Partnerschaft, dass sich etwas verbessert, dass die Liebe auch wichtig ist, aber kann auch eine neue Begegnung, ein Neuanfang natürlich auch bedeuten. Wieder ist Symbol für Neuanfang. Aber wichtig ist auf dem Herz, auf dem Gefühlen hören. Ab 8. November übergeht Venus in Tierkreiszeichen Skorpion, dann kommt natürlich auch die Leidenschaft dazu und diese Energie begleitet uns bis Anfang
Anfang Dezember, ab 2. Dezember befindet sich Venus in Tierkreiszeichen Schütze. Natürlich, das ist ein Vorteil dann für die Schützengeborenen. Aber so viel von Thema Liebe. Und jetzt schauen wir mal die einzelnen Tierkreiszeichen an. Aber bevor ich noch anfange, ich habe beschrieben, was für Einfluss Mond hat. Unserem Planet Erde hat immer noch Einfluss von Alberg. Das sind Verbindungen und Kontakte. Das habe ich gestern auch ausführlich dann erklärt. Wir stehen noch in diesem Einfluss. Und der Sonne, die Scheinbewegung, die Sonne in Tierkreiszeichen Waage hat eine Verbindung zum Bärenhüter. Und dieser Bärenhüter beschützt, bewacht die beiden Bären, die große Bär und kleine Bär. Oder man sagt auch große Wagen und kleinen Wagen. Und dieser Schutz, damit sollten wir auch bewusst sein, wir stehen auch unter Schutz gerade. Wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Löwengeborenen sind Neuigkeiten, Veränderungen. Sie sollen auf ihren Herz hören, ihren Wünsche, Sehnsüchte auch ernst nehmen. Auch gute Gespräche, klärende Gespräche sind möglich. Trotzdem achtsam sein kann sein, dass sie eine Information erhalten, was nicht die Wahrheit entspricht. Und wichtig ist noch bei den Löwengeborenen, sie stehen bei einem Aufstieg und Glanz. Und bei vielen Löwengeborenen bedeutet das eine berufliche Verbesserung, Veränderung. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben Mut und Kraft und das sollen sie auch zeigen und dazu stehen, woran sie glauben und woran die Wünsche, Sehnsüchte auch ernst nehmen und da sich zu beweisen, nicht aufgeben. Die Freundschaften sollen überprüfen, weil das kann bei Jungfraugeborenen gerade passieren, dass die Bekanntenkreis, Freundschaftskreis so viel Zeit in Anspruch nimmt und es raubt natürlich Kraft und dann fühlen sich die Jungfraugeborenen gerade kraftlos und hier haben sie auch eine Aufgabe, mal Nein zu sagen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen, wie ich schon sagte, bewegt sich jetzt Venus, ihren eigenen Zuhause. Und das spüren sie natürlich, die Wagengeborenen auch. Und das sind die Chancen, Möglichkeiten in die Liebe. Aber Venus kann auch das kleine Glück sein, auch die Kreativität, die Harmonie. Und es ist eine schöne Energie gerade für die Wagengeborenen. Und das dürfen sie auch natürlich voll und ganz genießen, haben auch einen guten Mondeinfluss. Und das ist ein angenehmes Gefühl gerade. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen fühlen sie sich im Augenblick noch eingeschränkt, aber in den kommenden Tagen verbessert sich etwas, kommt eine Bestätigung, kommt etwas in Form, dann werden sie auch die Leichtigkeit spüren und Jupiter schenkt auch gerade die Chancen, Möglichkeiten, auch bei vielen Skorpiongeborenen auch das Glück momentan, also nicht den Kopf hängen lassen, wenn heute nicht so toll läuft alles, wie sie sich das vorhaben. Eine Verbesserung ist da und die Skorpiongeborenen werden jetzt wahrgenommen, die haben diese Ausstrahlung und auch die magische Anziehungskraft. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen fühlen sie sich müde, erschöpft und kraftlos, aber was sie beherzigen sollen, ihre Wünsche und Sehnsüchte wirklich ernst nehmen, weil das ist die Lernaufgabe gerade, da eine Chance zu geben und nicht aufgeben, also mutig zu sein, mal etwas Neues ausprobieren oder weil gerade die Liebepartnerschaft auch aktuell ist und Venus hat einen guten Einfluss gerade auf dem Schützengeborenen und Uranus, der Planet der Veränderungen, bestrahlt auch gut für die bewegt sich zwar nicht in die Schütze, sondern bewegt sich im Tierkreiszeichen wieder, aber hat einen guten Einfluss auf den Schützengeborenen. Das bedeutet, keine Angst vor Veränderungen und ihren Wünschen sollen sie als Ziel setzen und nicht aufgeben und sie brauchen gerade diese Mut und Kraft, das auch mal durchsetzen. Der Erfolg ist garantiert.
Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen können mit einem unangenehmen Nachricht rechnen. Oder kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Es kann auch ein Termin sein oder ein Vertrag. Sie fühlen sich jetzt in die Liebepartnerschaft auch ein bisschen eingeschränkt, was gut ist, dass sie Kraft haben, dass sie Mut haben, dass sie etwas in Ordnung bringen und sie können von etwas verabschieden oder loslassen. Was Glück bringt für die Steinbock-Geborenen, das ist die vertraute Umgebung oder Verwandtschaft, da Kontakte zu pflegen oder jemanden besuchen oder jemanden einladen oder eine kleine Reise machen oder etwas Neues lernen. Das wäre auch ein Thema, wo ein Ausgleich gibt für die Steinbock-Geborenen, ein Seminar besuchen oder eine neue Sprache lernen. Also das sind die Bereiche, wo Glück bringt. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist wunderbar. Sie haben die Stabilität, die Sicherheit, Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie sollen aber ihren Gefühlen auch bewusst wahrnehmen, Gefühlen auch mal zeigen und annehmen. Das muss im Gleichgewicht sein, geben und nehmen. Und das innere Gleichgewicht ist auch sehr wichtig. Aber eine tolle Zeit, gerade Möglichkeiten, Chancen, Veränderungen und vor allem in die Liebe, Partnerschaft ist eine angenehme Zeit, was gerade die Wassermann-Geborenen erleben. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen fühlen sie sich gerade kraftlos. Kann auch bedeuten, dass sie zu viel machen und es ist zu stressig momentan und sie brauchen die Ruhe, die brauchen auch die Kraft, auch diese inneren Kraft. Dabei hilft eine meditative Haltung oder Zurückgezogenheit. Die Gespräche erscheinen unklar, undeutlich. Es ist wichtig, überprüfen, nochmal nachfragen oder ein bisschen vorsichtig sein, was für Informationen Sie erhalten. Was noch Thema sein kann, nicht bei jedem Fischengeborenen, aber bei einem oder anderen, ein Auto kaufen, das ist ein Hin- und Hergerissenheit, soll ich das kaufen oder die anderen oder soll ich verkaufen? Also Thema Auto, Bewegung kann auch ein Thema sein und da braucht man die Entscheidungen und da stehen einige Fischengeborenen vor diesen Entscheidungen. Was hilft für die Fischengeborenen, das ist die Lebensfreude, etwas Lustiges unternehmen und den Tag genießen, lachen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben eine tolle Energie, sie sollen ihren Möglichkeiten bewusster wahrnehmen, sie stehen in einer Veränderung, es bremst noch etwas oder ist noch etwas in Vergangenheit noch da, was man noch anschauen soll, aber da dreht sich alles bald und dann kommt eine Vorwärtsbewegung, auch in die Liebe, Partnerschaft, aber auch in beruflichen Situationen und es ist auch wichtig, auf anderen zuzugehen oder mal zuhören. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Heute fühlt sich das nicht so gut an, ist auch Unsicherheiten da, aber in den kommenden Tagen kommt die Bestätigung oder kommt mehr Stabilität. Einige Stiergeborenen stehen auch vor einer Neubegegnung oder einem Neuanfang. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen, sie fühlen sich zwar kraftlos und erschöpft, aber ansonsten ist ein guter Einfluss, eine gute Nachricht ist zum Erwarten oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag, was auch Vorteile hat. In die Liebe, Partnerschaft ist auch die Leichtigkeit da und die Neubeginn und es ist ein gutes Gefühl, was die Zwillingsgeborenen gerade begleitet. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sie sich eingeschränkt in die Liebe, Partnerschaft. Die Gefühle kommen ein bisschen durcheinander, aber sie haben Kraft und Mut und sie sollen auch ihren Wünsche, Sehnsüchte wahrnehmen und auch wenn in die Liebe noch diese Einschränkungen da sind, trotzdem mutig sein und auf anderen zuzugehen. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Und das ändert sich jeden Tag, sogar jede Stunde. Was ich im Tageshoroskopen vermitteln, ich versuche das einordnen auf dem einzelnen Tierkreiszeichen, weil da gibt es auch Unterschiede.
aber das ist immer noch zu allgemein. Aber Sie können auch Fragen stellen, was kommt 2018? Wie verläuft mir persönlich das Jahr? Da kann ich natürlich ganz ausführlich das beschreiben. Und diese Analyse können Sie gerne jetzt schon bestellen. Eine Jahresanalyse für Jahr 2018 für Sie persönlich. Für jeden Monat ganz genau beschrieben. Dazu benötige ich natürlich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.